Moin moin Leute! Fröhlichen... welcher Tag ist heute nochmal? Heute Samstag? Genau, Samstag. Fröhlichen Samstag euch, fröhlichen Freunden des Sonnenlichtes. Des Fröhlichseins. Ja. Fröhliche Freunde des Fröhlichseins, so sieht das ungefähr aus. Wir sind zurück in Minecraft. Ich wollte eigentlich gerade eine Begrüßung machen, aber Maxman hat mich so ein bisschen überrascht. Ja, ich wollte jetzt mehr reden, weil Otti hat sich ja beschwert, dass ich in der letzten Folge oder allgemein so wenig rede in den Folgen. Also, ja. Steam Summer Sale. Ich wollte sagen, weil wir die Folge so spontan abgebrochen haben. Ich finde dieses Gruppenprinzip extrem cool. Leider kann man sich keiner Gruppe zuordnen, also selber zuordnen. Mhm. Weil sonst könnte man mit anderen Freunden in einer Gruppe sein. Das wäre einiges cooler, definitiv. Aber sonst finde ich das eigentlich extrem genial gemacht. Ja, ich finde das eigentlich auch cool. Ich nutze außerdem das. Die ganzen Spiele sind ja auch teilweise so extrem billig, das lohnt sich richtig. Mhm. Obwohl man dann natürlich immer differenziert, weil ich denke mal, gerade wenn die Spiele so günstig sind, ist die Hemmschwelle, dass man sich was kauft, natürlich wesentlich geringer als sonst. Und dann ist es auch so, dass man sich manche Spiele eigentlich nur kauft, weil sie günstig sind. Ja, das habe ich auch, aber andererseits muss ich sagen, ich habe mir extra echt Geld dafür zurückgelegt und gespart von vornherein schon seit Monaten, damit ich mir diese Spiele auch kaufen kann. Ja, ich habe auch ein bisschen gespart. Ich habe jetzt DayZ. Und noch ein, ich weiß gar nicht, ich habe viel zu viele Spiele und leider schon gekauft, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Von einigen würde ich auch gerne Let's Play machen, auf alle Fälle. Ja, mach das. Und Mister. Ja, es ist auf alle Fälle cool gemacht, finde ich. Dieses ganze Summer Sale Prinzip. Obwohl ich mich immer frage, machen sie damit eigentlich so viel Umsatz, dass es sich wirklich lohnt? Ganz ehrlich, das weiß ich auch nicht. Das würde ich echt mal gerne wissen. Ich weiß nicht, vielleicht arbeitet einer von euch bei Steam. Genau. Also bei Valve oder Valve, wie auch immer gesprochen wird. Das gibt da verschiedene Meinungen. Okay. Ich glaube, viele sagen mal Valve. Kann sein. Ja, Valve, glaube ich. Egal. Ihr wisst, denke ich mal, was Maxman meint. Die Firma, die Steam betreibt. Genau. Und ja, finde ich sehr interessant eigentlich, dieses ganze Prinzip. Und es gibt auch sehr, sehr viele, die das versuchen zu faken. Wie Uplay, Origin. Fällt dir noch was ein? Uplay, Origin. Nö. Old God Games. Nein, wie heißt das mal? Gott. Ach nee, MMOGA ist noch was anderes. Das ist ja so eine Plattform, wo man sich Spiele kaufen kann. GOG. GOG. Okay. Gold Oak Games. Das kann sein. Ich muss gleich nochmal Fichtenholz holen, weil wir haben zu wenig Fichtenholz. Jo. So ist das. Ich habe erst ein bisschen Holz geholt zum Craften. Was denn, Eichenholz? Nein. Was denn für ein Holz? Dschungelholz. Ja, davon haben wir auch kaum noch was. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Ja, das ist gut. Wie viel hast du? 4 Stacks. Okay. Ja, vielleicht bauen wir aus Dschungelholz oder was. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir noch ein bisschen Eichenholz und noch ein bisschen Fichtenholz hätten. Und dann, wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge schon angesprochen, mit den ganzen neuen Holzsorten, dass wir uns darum kümmern, wenn die 1.8 draußen ist und wir noch Bock auf dieses Spiel haben, dann... Nein. Also auf diese Let's Play-Welt, sag ich jetzt mal, auf Minecraft haben wir, denke ich mal, auch in einem Jahr oder so noch Bock. Aber die Frage ist, haben wir denn noch Bock hier in dieser Welt weiter zu zocken, ne? Ich würde auch mal sagen, wir könnten auch mal ein anderes Spiel zusammenspielen. Das wäre auch lustig. Ja, haben wir doch schon ein paar. Also wir haben schon ein paar in Planung zumindest. Wo wir auch vielleicht nicht nur zu zweit, sondern vielleicht auch zu dritt mit noch anderen Menschen. Keine Ahnung. Ominösen Menschen. Und dann kommt ja auch noch Global World 2, ne? Stimmt, Global World 2 kommt auch noch. Aber bis das rauskommt, dauert es wohl noch ein kleines bisschen, Leute. Also da dürft ihr euch jetzt noch nicht zu dolle Gedanken drauf machen, wenn ihr dann da überhaupt Bock bei uns drauf habt. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, auch bei den ganzen anderen Kanälen, die schon sozusagen für Global World 2 gesetzt sind, vorbeizuschauen. Wie zum Beispiel
Gaming Bookie, 4FUP oder The Minus 007, ne? Wisst ihr ja, denke ich mal, Bescheid. Es waren ja auch so die auch bei Global World 1 die Teams mit dabei waren. Übrigens. Sind wir eigentlich gesetzt? Ja. Ja, wusste ich gar nicht. Doch, wir sind auch gesetzt. Alle, die beim Global World 1 dabei waren, sind auch gesetzt. Ja, wir sind genauso gesetzt wie die ganzen anderen. Gaming Boogies Teampartner, sowohl Let's Crime als auch Rocky Games. Rocky Gamer? Rocky? Ja, Rocky Games ist ja nicht dabei. Das ist ja. Ja, die sind beide nicht dabei. Das war ja schon klar. Ja, genau. Wer ist nicht noch dabei? Let's Crime? Let's Crime, ja, auch. Höchstwahrscheinlich. Ja, wegen kommunikativer Indifferenzen und so weiter. Na, ist ja aber, denke ich mal, auch nicht das, worüber wir reden sollten. Rocky Games hat auch inzwischen aufgehört mit YouTube. Habe ich gehört zumindest. Und naja, das ist ja nun mal so. Ne, Leute? Das ist ja nun mal so. Ja, hier musst du nochmal ein bisschen Weg hin machen. Und dann gucke ich gerade, wie ich das unten am dümmsten anstelle. Ah, natürlich kommt ein Feuerstein raus. Ich hab einen Feuerstein. Wie mache ich das denn hier? So? Das sieht mit Shader hier unten jetzt auch nicht so geil. Ist das hier anderes Holz? Ich glaube ja. Okay. Ja, das sieht mit Shader jetzt natürlich auch nicht so geil aus. Wo kommt Feuerstein rein, wenn ich mal ganz doof fragen darf? Feuerstein? Ich hab gefunden, danke. Okay. Na gut. Ich muss hier noch ein bisschen. Ja, was kann man denn noch reden? Ja, Steam Summer Sale. Wir haben uns. Also, ich habe mir einige viele Spiele gekauft. Ja. Half-Life 2, Counter-Strike, Seven Days to Die, Nether, kommt noch. Payday 2. Payday 2. Payday 2 habe ich übrigens nicht. Aber ich weiß noch nicht. Es kostet ja zurzeit nur 10 Euro. Aber ich habe auch schon ich habe auch Payday 1. Weniger sogar. Ja, ja. Ja, ja. Knapp 10 Euro. Ich habe aber auch Payday 1. Das ist das Problem. Und ich habe Payday 1 noch nicht mal gespielt. Ja, aber komm. Payday 1, hast du ja auch nicht gekauft. Nee, das stimmt. Das hat mir der liebe Rippe kaputt einfach so geschenkt, weil er meinte, er hat es über und er braucht es nicht. Das war eine sehr, sehr liebe Geste. Dann nochmal schöne Grüße auf jeden Fall. Und natürlich viele. Der guckt hier sowieso nicht rein. Ja, trotzdem. Man kann da trotzdem was sagen, dass das nett ist. So. Mann. Bin jetzt der Mann vom Straßenamt. Genau. Das war ich übrigens damals in unserer Tacket-Welt, wo wir noch zusammen Minecraft privat gespielt haben. Mit Sonicbox. Mit dem guten Marcel. Da war ich immer der Mann vom Straßenamt in der Tacket-Welt. Ich habe eigentlich jetzt mein schönstes Gebäude gebaut, oder? In Tacket. Geht so, ja. Eigentlich schon. Eigentlich. Du musst mich wissen, ich bin nicht so der kreative Bauer. Nee, merkst du mir das eher so der Weinbauer oder der Fleischbauer? Oder der. Ja, Fleisch baue ich auch nicht, verputze ich mehr. Genau. Ah. Wie findest du das Haus eigentlich? Ich finde es eigentlich gar nicht so hässlich. Hat irgendwie was. Vielleicht hier vorne noch ein paar Fackeln. Nee, warte, hier noch ein paar Fackeln dran. Ist so dunkel auch wie. Ich weiß. Hier drin ist es auch richtig dunkel, wenn man Shader anhat. Muss mal gucken, kann ich meine Helligkeit hier noch ein bisschen? Brightness. Oh, guck mal, wenn ich jetzt Brightness auf Moody gehe. Geht eigentlich. Ich mache meine Brightness mal wieder auf Bright. Das bringt eine. Oh, hups. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich gar nicht aufnehme. Das ist immer vollkommen vollkommen ungewohnt für mich. Wieso? Weiß ich nicht. Es ist für mich einfach ungewohnt. Na gut, dann lass pennen. Na, los. Ja, sofort. Ja, ich kann irgendwie nicht in mein Bett. Achso, ihr könnt uns jetzt. Hey, ich bin doch Frühschläfer. Das weiß doch heutzutage jetzt schon jeder so. Jetzt kann ich ins Bett. Sehr gut. Das ist doch mal ganz schön. Wir nehmen auch schon wieder 10 Minuten auf, Alter. Also fast. Man hat mal, läuft bei uns. Oha, wir müssen doch beeilen. Ist ja gleich schon wieder um 1. Hä? Es ist doch erst halb 1. Fast. Ja, aber. Oh.
Ja, und ihr müsst wissen, wir müssen heute Nachmittag nämlich auch noch aufnehmen. Wir müssen dann nämlich noch GTA aufnehmen. Maxman? Ja. Was ist das hier? Das soll eine Straße werden. Weißt du, wofür der war? Nein, Spaß. Hier soll ich dich löschen? Ach nee, ich kann dich nicht löschen. Ich lösche dich mit der Spitzhacke. Nee, also das hier, das sieht noch nicht so geil aus. Das müssen wir noch mal ein bisschen... Also ich dachte, da machen wir das Problem. Ja, du darfst dich nicht so fett machen, Alter. Digga, was soll hier denn... Wer soll denn hier durch? Jumbo Schreiner oder was? Ich meine. Der bussige Bus. Nee. Kannst gleich mal helfen, Bus bauen. Guck mal hier, hier kannst du zum Beispiel schon mal wieder zumachen. Zack. Ich meine, angleichen hätte man da sowieso noch machen müssen. Hä? Lol? Wo ist mein Crafting Table? Oh, hier. Den lass ich mal einfach mal erstmal hier stehen, falls einer von uns den noch braucht. Guck mal. Zack. Aber guck mal, das Haus sieht eigentlich schon ganz nice aus. Aber das ist jetzt schlicht der Belichtungswinkel. Das sieht eigentlich schon... Aber irgendwie, was mich an dem Shader extrem stört, diese ekelhaftigen, flackernden Wolken. Also, wenn ihr da noch irgendwie andere coole Shader oder so habt, dann schreibt uns die auf jeden Fall in die Comments. Sollten aber auf jeden Fall mit der Version und mit dem Texture Pack kompatibel sein. Das wäre ganz angebracht. Guck mal, hier unten hört der Weg auch einfach auf. Hier müssten wir vielleicht nochmal einen Steg oder so hinbauen. Und unseren Chilling Relax Strand müssen wir vielleicht auch mal irgendwann weiterführen. Ich weiß noch nicht. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun und hier drin ist echt dunkel. Wollte ich nochmal gesagt haben. So, wie wollte ich das jetzt hier am dümmsten bauen? Genau, jetzt hier durch und dann so einen dicken Raum rein. Da brauche ich dann gleich mal deine Hilfe. 3, 4, 5 in jede Richtung wäre schon ganz cool. So, weil hier wird nämlich jetzt so eine Art kleine Baustelle entstehen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sie kann zählen, ja toll. Oder muss ich von der Höhe noch einen tiefer? Ich glaube, von der Höhe muss ich noch einen... Obwohl, nee, das geht eigentlich. Bist du überhaupt noch da? Also du sagst, nein. Das ist zu wenig. Ja, wo bist du? Hä? Ich bin hier unten. Hier. Und das hier muss jetzt sozusagen erstmal noch aufgehoben werden. Und... Dann haben wir das auch. Bist du fertig? Ich hab dich angeschossen. Hör auf, Alter, ich hab drei Herzen. Nein, ich hab 5 Herzen. Hör auf. So. Okay. Ich würde sagen, das war's dann auch mal wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und lasst uns vielleicht... Auch wenn wir nicht wieder sehr viel reden konnten, aber... Lasst uns ein bisschen positives Feedback da und schreibt uns vielleicht mal Sachen in die Kommentare rüber, worauf wir eingehen sollen. Dann können wir nämlich mal auch darüber reden, wo ihr Bock drauf habt. Es ist für uns auch schwer, wenn wir wissen, wir müssen mehrere Folgen aufnehmen, dass wir dann auch immer ein Thema zusammenkriegen. Genau. Mach ich mal nochmal einen Screenshot. Sieht cool aus, kommt auf Thumbnail. Und damit würde ich sagen, yo Freunde, das war's wie immer von Minecraft. Lasst uns eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, tschüss, Kines, und haut rein. Ciao.